Heute zeigen wir euch, wie man 2-Takt-Benzin richtig mischt. Dafür braucht ihr erstmal 2-Takt-Öl, Benzin und einen Mischkanister. Wenn ihr das dann noch tanken wollt, dann braucht ihr am besten einen Trichter. Wir mischen im Verhältnis 1:50, weil unser Pocketbike schon ein bisschen gefahren ist. Bei neueren Modellen sollte man eher 1:25 mischen. Und wir mischen 1 Liter. Sieht man das hier? Mhm. Ja, passt schon. Ja. So, als Zweitaktöl nehmen wir immer das von Liquimoli. Aus dem Grund, weil das sehr hochwertig ist. Und man hier so einen Messbecher hat. Und da kann man einfach die Tube hier hochdrücken. Und dann kann man hier schön abmessen. Und wir nehmen jetzt 20 Milliliter. So. Bisschen noch. So. Ja, das war's auch schon. Jetzt müssen wir nur mischen. Also verrühren. Beziehungsweise schütteln. Wenn ich's da reinkippe, dann vermischt es doch ganz schnell. Ah, okay. Auch gucken, dass sie das richtig ausleert, weil das Öl ist ziemlich zäh und das ist dann meistens auch am Grund hier. Deswegen sollte man es vorher mischen.